Hallo, zum heutigen Thema Online-Beantragung eines Zweitspielrechts im Senioren Ü32-Bereich. In der Vergangenheit hat dieses Spielrecht Gastspielrecht geheißen. Seit der Saison 2021 heißt es nun Zweitspielrecht und ab sofort ist dieses Zweitspielrecht nun online in DFB-Net Pass Online zu beantragen. In diesem Erklärvideo wollen wir euch zum einen die Voraussetzungen für die Beantragung dieses Zweitspielrechts erläutern und zum anderen dann die tatsächliche Online-Beantragung in DFB-Net Pass Online. Viel Spaß dabei! Die grundsätzlichen Voraussetzungen für die Beantragung des Zweitspielrechts im Seniorenbereich sind folgende. Und zwar erstens darf im Stammverein des entsprechenden Spielers, für den das Zweitspielrecht beantragt wird, keine Senioren-Ü32-Mannschaft zum Spielbetrieb gemeldet sein. Das ist also die erste Voraussetzung, keine Senioren-Ü32-Mannschaft im Stammverein. Die zweite Voraussetzung ist die, dass dem antragstellenden Verein, also dem Zweitverein, bei der Online-Beantragung die komplett ausgefüllte Liste zur Beantragung des Zweitspielrechts vorliegen muss. Wie die Liste ausschaut, das schauen wir uns in der nächsten Folie an. Aber das sind die beiden Grundvoraussetzungen für die Online-Beantragung des Zweitspielrechts. Kommen wir nun zur angesprochenen Liste. Das ist ein PDF-Dokument. Das kann man auf unserer Homepage herunterladen. Wo genau, das zeige ich dann am Schluss. Also, mit dieser Liste kann man das Zweitspielrecht beantragen. Und zwar kann man das für mehrere Spieler auf dieser Liste gemeinsam machen. Hier wird der beantragende Zweitverein eingetragen, also der Verein, der die Zweitspielrechte beantragt. Und dann werden hier die entsprechenden Spielerdaten ausgefüllt. Ja, Name, Vorname, Geburtsdatum, Passnummer. Der Stammverein, der Spieler unterschreibt hier und hier in diesem Feld gibt der Stammverein mit seinem Stempel und Unterschrift das Einverständnis für das zu beantragende Zweitspielrecht. Die letzte Spalte braucht für die Online-Beantragung nicht beachtet werden. In manchen Bezirken ist diese Liste dann noch zusätzlich dem Seniorenstaffelleiter zu übermitteln. Für die Online-Beantragung ist es aber wie gesagt nicht notwendig, dass diese Spalte ausgefüllt ist. Wenn diese Felder alle ausgefüllt sind für die Spieler, für die das beantragt werden soll, oder für den einen Spieler, für den das Zweitspielrecht beantragt werden soll, dann kann der Zweitverein das Zweitspielrecht nun online in DFB-Net Pass Online beantragen. Und wie das dann genau geht, das sehen wir auf der nächsten Seite. Zur Online-Beantragung meldet man sich mit seiner personalisierten Benutzerkennung in dfbnet.org entsprechend an. So, dann kommt man auf dieses Bild. Wie alle Spielberechtigungsangelegenheiten wird auch das Zweitspielrecht im Modul Antragstellung und dann in dem Bereich Zweitspielrecht beantragt. Hier sucht man dann den entsprechenden Spieler, für den das Zweitspielrecht beantragt werden soll. Am besten ist immer mit der Passnummer zu suchen. Das ist das eindeutigste Merkmal. Wenn die nicht vorliegt oder vorhanden ist, dann kann man selbstverständlich auch mit Nachname, Vorname und Geburtsdatum suchen. So, dann findet man den entsprechenden Spieler. Hier auf der rechten Seite sind die aktuellen Spielrechtsdaten aufgeführt, also für welchen Verein der Spieler aktuell registriert ist mit seinem Stammspielrecht. Und hier auf der linken Seite sind dann die Daten des Zweitspielrechts.
Da ist vom Antragstellenverein eigentlich nur, sind nur die gelb hinterlegten Felder auszufüllen. Beginn des Zweitspielrechts, da tragen wir immer das Datum ein, an dem Tag, an dem man den Antrag stellt. Also das aktuelle Tagesdatum. Beim Enddatum bitte kein Datum, keine Daten eintragen. Das füllt es immer automatisch aus und zwar immer zum Ende des Ablaufs, des Zeitraums, den wir hier angeben, für den das Zweitspielrecht beantragt werden soll. In den meisten Bezirken wird im Seniorenbereich kalenderjahrmäßig gespielt, nur im Bezirk Unterland wird saisonweise gespielt. Also, dann gibt man hier den Zeitraum an, für welchen man das Zweitspielrecht beantragen will. In dem Fall jetzt für das Kalenderjahr 21. Dann ist hier dann Ende des Zweitspielrechts automatisch am 31.12.2021. Bei der Begründung ist nur eine Auswahl möglich. Das Zweitspielrecht wird für den Seniorenü-Bereich beantragt. Dann wählt man das, muss man das auswählen. Hier muss man dann noch bestätigen, dass dem antragstellenden Verein der komplett ausgefüllte Antrag auf Zweitspielrecht vorliegt. Das ist in unserem Fall die Liste zur Beantragung des Zweitspielrechts. Und diese Liste muss vom antragstellenden Verein mindestens 2 Jahre aufbewahrt werden. Das wird also hiermit unter das muss man bestätigen. Wenn das alles so ausgefüllt ist, dann kann man auf Weiter klicken. Dann kriegt man die Daten nochmals zur Kontrolle angezeigt. Der Beginn ist immer der Tag der Antragstellung. Dann wird die Spielzeit kontrolliert man nochmals und die Begründung, die ist klar. Wenn das alles dann okay ist, dann drückt man auf Absenden und damit ist der Antrag auf Zweitspielrecht gestellt. Er wird dann nun von der WEV-Passstelle noch entsprechend bearbeitet, zuerst geprüft, ob im Stammverein eine Mannschaft vorhanden ist und wenn die Voraussetzungen für das Zweitspielrecht erfüllt sind, dann wird das Zweitspielrecht entsprechend erteilt. Und danach ist der Spieler dann auch für den Zweitverein spielberechtigt. Zum Abschluss dieses Erklärvideos möchte ich euch noch zeigen, wo man die Unterlagen für das Senioren-Ü32 Zweitspielrecht auf unserer Homepage findet. Die Homepage lautet bekanntlich www.würdev.de und da ist die Passstelle im Bereich Service Passwesen aufgeführt und das Senioren-Ü32 Spielrecht finden wir im Bereich Herren. Da ist es an vorder Stelle und dafür muss man jetzt ein bisschen nach unten scrollen. Da werden erst noch andere Punkte aufgeführt. Und hier unten ist dann das Zweitspielrecht Senioren Ü32. Da finden wir zum einen den Antrag, die Liste, wie angesprochen im Video, die kann man hier herunterladen und zum anderen auch noch einen Leitfaden zur Online-Beantragung. Also das Gleiche, was wir jetzt im Erklärvideo gehört haben, ist hier nochmal Schritt für Schritt in einer Schritt-für-Schritt-Erklärung aufgeführt. Auch eine gute Informationsquelle. Das finden wir auch hier. Und hier wird dann auch noch das Erklärvideo dann aufgeführt. Also auch eine ganz gute Sache, da kann man immer wieder nachschauen und sich entsprechend informieren. Und wenn dann noch Fragen offen sind oder allgemeine Fragen zum Thema Spielberechtigung bestehen, dann dürft ihr euch gerne und jederzeit an das Team der WEV-Passstelle wenden. Die Ansprechpartner findet man hier. Das sind wir drei. Wir stehen für Anfragen, wie gesagt, zu allen Themen, zu allen Spielberechtigungsarten jederzeit und gerne für euch bereit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.